Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zum nächsten Getränketest. Und zwar habe ich am Wochenende per Zufall, wie das immer so ist, im Netto-Markt, habe ich gefunden Limited Edition Effect Energy Grape Mint. Also bleibt dran. Yo, Limited Edition teste ich ja immer wieder gerne. Also bei Effect ist es meist eine Limited Edition und bei den anderen ist es dann Sommer Edition und jetzt gibt es ja auch Spring Edition. Habe ich schon getestet. Müsst ihr das Video angucken. Es gibt eine Getränkeliste Red Bull. Da könnt ihr reingucken. Und es gibt auch eine Effektliste, glaube ich. Da sind noch nicht so viele drin. Aber das wird sich in nächster Zeit auch dramatisch ändern, weil ich die... Ich guck mal, was ich alles noch nicht getestet habe. Und dann geht's bam, bam, bam. Geht Schlag auf Schlag. Weil ich ja immer wieder frische Getränke für euch haben will. Und hier haben wir das hier. Grape, Mint, also Traube und Minze. Aber wenn ich das sagen darf, Minze bin ich ja absoluter Fan davon. Ich habe immer noch die krasse Erinnerung daran, in Frankreich ein Wasser mit Minze getrunken zu haben. Also so ein Perrier. Und wenn du da was mit Minze holst in Frankreich, dann ist es Hartminze. Ich nenne es immer Hartminze, weil Wahnsinn. Schmeckt wie Mundspülung. Also wer auf sowas steht, holt euch in Frankreich mal ein Perrier mit Minze oder irgendwie so. Oder irgendein Getränk mit Minze. Das ist, es wird euch umhauen. Kann ich nur weiterempfehlen, wenn ihr auf so etwas steht. Wenn ihr nicht auf Minze steht, also dann probiert es nicht, weil dann wird es euch auch umhauen. Naja, egal. Also, Grape Minze. Das sieht ein bisschen aus wie eine Winteredition. Ich weiß auch nicht, warum. Oder? Hier, das ist mit so Blättern und so. Trauben. Okay, gut, diese Effektdinger, die sind ja immer gleich. Aber hier, das sieht aus wie Weinreben. Oder, doch, das könnten Weinreben sein. Aber sehr stilvoll gemacht. Bum, 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 bum. 40 Kilokalorien auf 100 Milliliter, also ist es kein zuckerfreies Getränk, denn wir haben, ja gut, 10 Gramm Zucker auf 100 Milliliter, das ist für so ein Getränk eigentlich im Rahmen, so 8 bis 10, kann man sagen, ja, also ist okay. Ist da jetzt so Taurin auch drin? Ginseng, Wasser, Zucker, Taurin ist auch drin. Also auf jeden Fall ein Energy-Drink. Ne? Ich habe schon lange keinen Energy-Drink mehr getestet. Fällt mir gerade ein. Hier haben wir wieder eine. Sehr gut, dann ist meine Energy-Drink-Liste auch wieder ein bisschen weiter oben, wenn ich sie auswählen muss. Also vom Design her sieht schon geil aus. Und öffnen wir. Da kommt mir ein Traubenzückerli-Geduft entgegen. Eine Traubenzückerli-Wolke vom Allerfeinsten. Also es riecht wirklich wie diese Traubenzucker, die man als Kind in der Apotheke mehr gekriegt hat. Und es riecht auch so. Aber ich rieche auch Minze raus. Erstaunlich. Also wenn das ein bisschen verflogen ist, dann ist es gar nicht mehr so unangenehm. Ist eigentlich eine relativ coole Kombo. Traube und Minze. Was haltet ihr von Traube und Minze? Schreibt es da unten rein. Seid ihr ein Fan von so Mischdingen? Von so Sachen mit Minze? Schenken wir ein. Okay. Ich hatte jetzt erwartet, dass es ein bisschen dunkler ist. Dass es ein bisschen ins Rote, ins Rosane, ins Lilane geht. Geht's aber nicht. Also im Glas riecht man quasi ja fast nur noch die Minze. Sehr schön, das gefällt mir sehr gut. Wenn man so die Unterschiede riecht, das gefällt mir eigentlich sehr gut. Bubbles sind am Start. Und zwar sehr schön. Ich würde sagen, das prickelt auch schön in der Nase wahrscheinlich. Ich würde sagen, vom Design her, gut, es ist einfach, es ist schlicht. Fand es auch am Start. Man kann da nicht viel verkehrt machen.
Ja. Jeder Energy-Drink hat so seine Eigenheiten und bam. Ich würde sagen, 5 Sterne vom Design, von 5 möglichen. Werde ich immer wieder gefragt, was ist denn das Möglichste? Fünfe. Prost. Oh. Oh, also, da schüttelt's mich. Es schmeckt, ja, also, es schmeckt nach Traube, es schmeckt nach Minze und es hinterlässt auf der Zunge so ein Geschmack von, wenn man sich gerade die Zähne geputzt hat. Also, gut, als Energy Drink hätte ich das jetzt nicht gebraucht, aber als Erfrischungsgetränk, als Freshness-Getränk oder so, da ist es durchaus angebracht und es wäre cool. Ja, also wenn man das ohne Energy rausbringen könnte, wäre auch in Ordnung. Ja? Dieses Gefühl auf der Zunge, wie wenn nach dem Zähneputzen, hat man dann. Finde ich richtig cool. Finde ich geil. Also, ich kann es weiterempfehlen. 5 Sterne vom Geschmack her. So. Wie seht ihr das? Mögt ihr überhaupt mit Minze? Ah ja, habe ich schon gefragt. Hoppla. Rülpser sind dabei, alles ungefiltert, ungeschnitten. Wogen ist frei. Wie es sein muss. Wie findet ihr den? Habt ihr ihn schon getestet? Habt ihr ihn schon entdeckt? Also ich habe ihn aus dem Netto. Ja? Schreibt mir mal in die Kommentare rein, wie ihr ihn findet. Lasst ein kleines Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Und empfehlt meine Videos weiter. Das wäre für mich das allergrößte Glück. Schaut meine Playlist noch und runter. Effekt Energy oder insgesamt Energy oder Getränketest. Da habt ihr eh dran zu gucken, weil es sind schon ganz, ganz viele Drinks getestet worden und es werden immer mehr. Ich würde sagen, danke an euch und bis demnächst. Gute Fahrt, Jungs und Mädels.